Worüber hast du dich zuletzt gestritten? Das ist jetzt hier die nächste Frage. Zuletzt gestritten. Ja, safe im Podcast irgendwo mit Mordi. Das ist halt, dieser Podcast besteht einfach draus, zu streiten. Meistens eher vor der Aufnahme und nach der Aufnahme als im Podcast. Das darum geht, was wollen wir heute behandeln im Podcast. Das ist dann, das ist immer ein bisschen, das ist, aber es ist halt freundlicher Streit. Das ist nie wirklich. Das, wenn wir uns im Podcast streiten, ist meistens Show. Das ist eigentlich immer Show. Das ist, wenn wir uns im Podcast streiten. Wir streiten uns manchmal vor dem Stream wirklich mal ein bisschen, wo wir dann sagen, wo ich dann sage, nee, ich will das Thema und die will das Thema, dann einigen wir uns auf mein Thema. Ja, so ungefähr. Und ja. Was soll ich sagen? Ja. Also es sind ja nicht wirklich sind jetzt keine schlechten Streits, die da so. Also wenn man sich, man muss halt lernen, in Streitgesprächen dann halt auch Debattenkultur zu erhalten, halt auch so ein bisschen dann, muss man halt, dass man, ja, dass man zueinander kommt und sich nicht in die Haare kriegt und dass man nicht wegen meiner Meinung zu verschwiegen. Man muss es einfach mal nicht alles persönlich nehmen, also nichts persönlich nehmen im Gespräch oder so. Man in der Diskussion, im Streit dann halt, ja, danach ist halt wieder gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt halbwegs rüberkam, aber ja. So, nächste Frage. Ich arbeite die einfach von unten nach oben ab. Wie kann man am besten bei einem Test spicken? Ach ja, die gute Schulzeit, das ist. Test spicken. Kann ich ganz ernsthafte Tipps geben. Das erste ist natürlich wichtig, in der ersten Reihe sitzen. Das ist immer ganz gar nicht schlecht, weil der Lehrer guckt immer drüber. Das war jetzt, die Handbewegung war jetzt ein bisschen blöd mit der rechten Hand. Der Lehrer guckt immer rüber in die rechte, an die nicht rechte, nicht rechte Hand, ich bin verwirrt. In die hintere, an die hintere. Die hintere Reihe, so guckt der Lehrer mal hin. Da wird fokussiert, weil da guckt man als Lehrer hin, weil das ist immer die Chaoten. Das ist in der letzten Reihe ist immer in der Klasse die ganz Chaoten, von denen man erwartet, dass die abschreiben und so. Also das sitzt dich in der Mitte, ist auch nicht ganz so sicher. Da guckt auch mal hin, aber vorne direkt. Der beste Platz ist direkt vom Lehrertisch, direkt an der Front dran, weil da guckt er nicht drüber. Also nicht. Na, Das ist heute schlimm hier. Die rechte Hand, das ist jetzt hier direkt an der Front. Das ist hier an der Tafelfront dort, an dem Shitstorm. Ich würde kommen. Ihr wisst, was ich meinen würde vorne. Und ja, der Klassiker ist halt immer Zettel im Etui drin, dass man halt. Es gibt auch verschiedene Alternativen. Da gibt es auch Leute, die schon hier auf dem Flaschenetikett was draufgeschrieben hat. Kommt halt auf den Lehrer an, dass man. Es gibt Lehrer, die kennen jeden Trick und diese Tricks gibt es nicht erst seit vorgestern. Die gibt es nicht erst seit meiner Schulzeit, die gibt es schon seit der Schulzeit eurer Großeltern. Das ist halt auch, die Lehrer haben das alles auch damals in der Schule gemacht. Ja, aber in der ersten Reihe kommt es halt am ehesten durch. Da übersieht der Lehrer das mal auch mal ab und zu mal. Am besten, ihr spickt nicht, sondern die beste Möglichkeit ist natürlich, ihr lernt das vorher. Es gibt ja auch einen Tipp, den hat mir mal ein Lehrer gegeben, dass man sich vorher, vor der Leistungskontrolle, vor dem Test, mal einfach einen Spickzettel schreibt und den halt nicht benutzt, den man halt wirklich. Dass du dir wirklich bewusst vor der Leistungskontrolle vom Test den Spicker schreibst und dir wirklich
Sachen auf und durch das Aufschreiben lernst du ja in gewisser Weise schon. Dann schreibst du mehrere Spickzettel, dann du machst nicht nur einen Spickzettel, sondern machst noch einen zweiten und dritten und vierten und dadurch durchs Aufschreiben lernst du das dann auch gleich mit. Echt kein schlechter Tipp. Und ja, am besten man spickt nicht, aber man spicken muss. Ich habe auch schon Sachen gemacht im Unterricht. Das ist auch, glaube ich, kein Geheimnis. Das hat jeder schon mal gemacht. Ich weiß mal, jetzt können sie mir nichts mehr haben, jetzt können sie mir keine schlechte Note geben, jetzt kann ich es erzählen. Ich habe mal einmal in einem Englisch-Test, einem Vokabeltest, weil ich halt einfach nicht gelernt habe, weil ich komplett verpennt, die Vokabel zu lernen, habe ich mir wirklich die ganze Vokabelliste, habe ich mir ganz ein kleines Kleinschrift auf die Inhand geschrieben, also auf mit einem Kuli oder so weiter auf die Inhand geschrieben und dann saß man halt einfach dadurch, dass ich saß übrigens auch in der ersten Reihe, das ist dann dadurch weiß ich, dass es gut ist, dann saß ich halt einfach davor und hab immer so ein bisschen geguckt, so das hat man irgendwie, hat der Lehrer nicht mitbekommen, das ist einfach dann, hat man es einfach, heute mache ich das natürlich nie. heute würde ich natürlich nie abspicken. Das ist natürlich in der Berufsschule jetzt. Ja. Ich sag nichts ohne meinen Anwalt. damals in der Schulzeit, das ist jetzt verjährt, da kann man. Wirklich die ganze Vokabelliste auf, das habe ich mir bis heute gemerkt, weil ich mich gewundert habe, dass das nicht, ich habe damit gerechnet, dass das aufliegt, das ist so komplett, da ist das, in den finalen Prüfungen habe ich natürlich nicht gespickt, das wäre wirklich Betrug, da könnte man mich jetzt für belangen, aber es ist jetzt für kleine Leistungskontrollen. Die 1 damals im Vokabeltest, die habe ich mir ausgeschlichen. Das ist die 1, die eine 1, die ich dann in dem Vokabeltest hatte. Weil ich die Vokabelliste halt literally auf der Hand hatte. Die habe ich halt einfach abgeschrieben. Das war halt nur ein kleiner Test. So ein bisschen. Wie jemand mein Entry hat man immer, ja, habe ich mehrfach gemacht. Mein Standardstrick in der Feder-Entry. Da immer was mit Spickzettel versteckt. Immer so ein bisschen, ich hole mal einen Stift raus. Ja. Judge me. findest du hast genug Geld, ist die nächste Frage. Hast du genug Geld? Also, prinzipiell ja, ich komme zurecht. Ich habe genug Geld, um mir, also schlecht geht's mir nicht. Ich kann mir meinen Belag aufs Brötchen kaufen. Ich brauche beim Einkaufen nicht. Deswegen sehe ich auch so aus, wie ich bin. Ich brauche beim Einkaufen nicht wirklich ernsthaft drüber nachdenken. Ich muss jetzt nicht jeden Cent einzeln umdrehen. Also da geht's mir schon gut genug, kann ich mir mal sagen, heute gönne ich mir mal ein bisschen, jetzt kaufe ich mir mal den teuren Lachsfisch hier, das ist, dass man den natürlich nur aufs Brötchen nehmen kann. Nicht immer, aber das kann man auch, das ist jetzt, ja. Ansonsten, ich hab zum Glück ein bisschen was auf dem Konto, ich habe so ein bisschen was. Ich will jetzt keine Zahlen sagen und nicht mit Geld angeben, das ist auch blöd. Ich habe zum Glück einen kleinen Notgroschen, der es mir ein bisschen erlaubt, auch mal. Also ich verkalkuliere mich selten, also das ist auch jetzt mit dem Geld komme ich zurecht. Also ich lebe hier allein in einem Single-Haushalt, das ist in einer Wohnung. Ich komme zurecht, ich habe nicht so viele Ausgaben, das ist meine Lebenserhaltungskosten, das ist mein, die sind ertragbar. Aber so grundsätzlich als Lehrling im ersten Lehrjahr, gut, ich sag mal so, könnte noch ein bisschen mehr sein, dann könnte ich mir auch ein bisschen, ich könnte auch noch mehr Geld haben. Mein Verdienst ist so ein bisschen das Geld, was man als Lehrling im ersten Jahr kriegt.
Also ich krieg nicht. Ich kenne Leute, die weniger kriegen, auch im ersten Lehrjahr. Ich werde schon einigermaßen. Also für einen Lehrling werde ich schon von Auszubildenden werde ich schon einigermaßen in Ordnung bezahlt, so ist es nicht. Ja, übrigens von euren Steuergeldern. Zerschmarotzer, danke für eure Steuergelder. Die wird vom Arbeitsamt bezahlt. Ja, danke für die Sozialhilfe. Wollen wir nicht zu lange drüber reden. So. Tja. Ja, ich komme zurecht. Das ist. Ich muss sagen, dadurch, dass ich auch ein paar Euro auf dem Konto habe, kann ich mir auch das eine oder andere. Kann ich mir auch ab und zu mal ein Spiel auf Steam leisten, was natürlich direkt wieder an euch geht, 1:1. Das Essen, was ich kaufe, geht natürlich an mich, aber wenn ich jetzt hier. Kann ich mir auch manchmal Ausgaben hier für YouTube leisten, dass man also nicht allzu oft, da muss ich auch gucken mit dem Spiel, das ist nicht zu sehr. Also aber im Sale mal so mal ein 20er im Sale ausgeben, ist drin. Muss jetzt den nächsten Monat nicht hungern, wenn ich mal ein 20er auf Steam ausgebe. Das ist irgendwann, ja. Ich muss jetzt auch nicht sonderlich reich sein. Ich habe alles, was ich habe, und wenn ich mal ein, zwei Games mehr kaufen könnte, das wäre es auch, wenn ich dann irgendwann mehr Geld verdiene. Ja. Wenn ich nicht auf den Sale warten muss, wenn ich mal Geld, wenn ich auch mal die Entwickler unterstützen könnte, indem ich das Spiel mal nicht im Sale, sondern im Original kaufe dann mit für 20 oder 30 Euro. Ja. Aber gut, momentan. Es geht natürlich immer noch ein bisschen nach oben, aber ich bin zufrieden. Ich komme klar. Ihr braucht mir auch momentan geht es glaube ich sowieso noch nicht, aber wenn ich dann irgendwann mal Affiliate bin und ihr braucht mir absolut nichts zu spenden, ihr braucht mir nichts, ihr braucht mir keinen. Ihr braucht mir, ist Schwachsinn, ihr braucht mir keine Donations hier da zu lassen oder Subs zu schenken. Das macht das. Ich sag immer, ich kann euch einen Link zur Hungerhilfe, zur Welthungerhilfe geben. Und momentan passendes T-Shirt dazu ist zwar orange, aber sieht hier in der Kamera gelb aus. Ukraine-Krieg spendet, also das, was ihr mir schenken wollt an Geld, spendet irgendwo. Es gibt genug Zeiten, wo die momentanen Ukrainer Hilfsorganisationen spenden. Geht damit zur Caritas oder zu irgendwelchen anderen Organisationen, die dort betterplace.org gab es, glaube ich, auch noch, wo du halt irgendwie das spenden kannst. Schaut euch irgendwas aus, weil also das ist, wenn ihr jetzt sagt, ich habe Geld übrig, was ich dir gerne geben wollte, ich brauche es wirklich nicht. Das ist also so dringend. Mir geht's da eigentlich. Ich komme zurecht, wie gesagt. Gibt andere Leute, die nicht zurechtkommen. Gebt denen das spendet das irgendwie. Das, wenn ihr euch jetzt sagt, ich hätte dir jetzt gerne 10 Euro gegeben, gebt 10 Euro, die ihr mir gegeben hättet, die ihr für mich gedacht hättet, die ihr mir donated hättet, gebt das an, spendet das jetzt an die Ukraine, später an irgendwelche gemeinnützigen Sachen, an der Welthungerhilfe ist immer gut, wenn man nicht für die Welt spenden will, gibt es auch hier Innerlandesaktionen, die man halt irgendwo, kann man so Obdachlosenheim Sache. Die Caritas braucht immer was so vor dann immer. Das Caritas jetzt ist was mir einfällt, aber das ist halt so immer Rotes Kreuz kann man auch, das gibt's auch. Ich muss mal gucken. Spendet was für einen guten Zweck. So. Gibt es etwas, das du in deinem Leben vermisst? Wie eben gerade schon gesagt bei dem Geld, bei der Geldfrage. Ja, schaut ja aus, wie breit und wie dick ich bin hier. Das ist.
Ich schätze mich glücklich. Ich bin verdammt froh auch, dass es bin. Ich weiß das sehr zu schätzen. Es ist halt wirklich. Ich vermisse wirklich wenig im Leben. Es gibt wenig. Wie gesagt, jetzt bei Corona, die Gamescom und so weiter. Das sind Luxusprobleme, die ich habe. Das ist halt wirklich. Es ist halt wirklich. Also es ist halt wirklich. Ich sage mir immer, das ist halt unheimliches Glück, was du hast, dass ich hier in Deutschland in einigermaßen guten Verhältnisse geboren wurde und dass man da, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert ist, ist unmöglich eigentlich. Das ist eigentlich. Und dafür bin ich auch wirklich immer jeden Tag wieder dankbar. Das ist, dass man halt wirklich, das ist halt einfach, jetzt nicht jeden Tag, ich denke jetzt nicht jeden Tag darüber nach, oh, wie gut es mir doch geht, aber ja, es ist halt wirklich. Ich hätte auch als armes, hungriges Kind im Südost sonst was geboren werden können. Das ist ein Zentrum von Afrika, wo Hungersnöte herrschen. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich hier im Zentrum von Europa und dann auch noch in guten Verhältnissen. Es ist einfach, das ist das Lotterielos schon vor der Geburt gezogen. Das ist einfach. Ich weiß es nicht. Das ist halt einfach, dass ich hier sitzen kann und streamen kann und dass ich hier meine Scheiße hier in die Kamera labern kann. Es ist eigentlich unerhört. Unerhörtes Glück, was ich hatte. Ich meine, ich hatte auch schlechte Zeiten, mir ging es auch mies, aber. Ja, ihr versteht. Ich hatte schon, also. Gegen das, was woanders auf der Welt läuft. Ich meine, ja, das ist Whataboutism, was man sagt. Und das ist. Du musst glücklich sein, weil du bist nicht in Afrika. Ja, es ist auch berechtigt. Man kann sich auch hier über Sachen aufregen, die einem momentan schlecht gehen. Das ist halt, man kann sich auch drüber aufgehen, regen, dass man während Corona jetzt nicht auf die Party gehen kann. Ist komplett berechtigt. Verstehe ich auch. Also, mir geht es nicht so, aber ich verstehe es. Ja, also, um die Frage zu beantworten. Es gibt wenig im Leben, was ich vermisse. Nee, gibt's. Ich wüsste gar nicht. Die Gamescom vermisse ich echt hart. Das ist die jetzt schon gern wieder. Das Jahr wird ordentlich gefeiert, an dem die Gamescom wieder stattfindet. Da habe ich echt Bock drauf. Aber ja. Ansonsten.